The following video was presented by Audience On Demand, programmatic advertising from Publicis Media. Find out more on audienceondemand.de. Wir beginnen jetzt einen neuen Themenblock. Jetzt geht es nämlich um die Kostentransparenz und es geht um das Vertrauensverhältnis zwischen Mediaagentur, zwischen Advertisern, aber auch allen anderen Marktteilnehmern, die dazwischen sitzen, stehen und arbeiten. Damit wir über diese Kostentransparenz überhaupt sprechen können, müssen wir natürlich erstmal sehen, was kostet eigentlich Programmatik oder Programmatic. Und dafür haben wir eingeladen Oliver Micke von einem Auditing-Unternehmen, Ebiquity. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich habe da echt meine Probleme mit. Und ich kann nur sagen, machen Sie sich auf was gefasst. Die nächste halbe Stunde wird es in sich haben. Olli, ich räume das Feld, du wirst uns jetzt erstmal erleuchten. Dann fange ich mal an. Ja, vielen Dank, Jens. Was kostet Programmatik? Ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen und mal sagen, was kostet eigentlich nicht Programmatik? Was hat eigentlich das klassische IO-Business gekostet? Immer mal von der Perspektive zu kommen, die Advertiser, die die ganze Party bezahlen, geben $100, 100% in das Geschäft hinein. Was kommt am Ende an beim Publisher? Beim klassischen IO-Business gibt es eigentlich die Agentur, Agency of Record dazwischen, die dann roundabout vielleicht 5% kriegt. Es gibt noch Value-Ads, die dazukommen, Ad-Serving, Ad-Verification. Wenn man es mal wohlwollend nimmt, kommen 90% davon beim Publisher an. So, was kostet Programmatik? Programmatik kostet deutlich mehr. Die Zahlen, die Sie jetzt sehen, stammen von einer Studie vom WFA. Das ist quasi der Mutterverband des OWM, der Verband der Werbungtreibenden. Die haben in den USA, das ist eine amerikanische Studie, investigiert und nachgeschaut, wo bleibt eigentlich Geld auf der Strecke liegen, welche Middlemen stehen dazwischen, wofür werden noch Investitionen benötigt. Da gibt es natürlich dann immer noch die Agentur, dann gibt es das Agency Trading Desk, was jede Agenturgruppe mit sich trägt. Es gibt Kosten für die DSP, haben wir heute reichlich gehört. Es gibt natürlich weiter noch Kosten für andere Value Ads, für Daten, Ad Verification und Themen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Und am Ende muss das Inventar natürlich noch geliefert werden. Dadurch entstehen Kosten von der SSP. Das heißt, erstmal laut der Studie kommen von 100% 40 beim Publisher an. Das heißt, erstmal 50 Prozentpunkte bleiben vermeintlich erst einmal liegen, Stand USA 2014. So, und das Ganze ist noch, bevor das Geld überhaupt beim User ankommt. Also 40% vor Sichtbarkeit, vor Fraud, vor Target Group Fit wurden eigentlich die richtigen getroffen. Geht es eigentlich noch ein bisschen weiter runter. Das sind erstmal eine ganze Menge Kosten am Anfang, die sichtbar sind. Woran liegt das? Es liegt insbesondere noch an aktuell häufig gelernten, noch intransparenten Modellen. Klassische Modelle für die Kunden relativ freundlich, weil einfach vielleicht auch. Es wird ein Preis bezahlt für eine Leistung und es gibt keine weitere Transparenz für die Zwischenstufen. Das war der Status, in dem das anfing. Wenn aber Transparenz in den Kosten herrscht, in den einzelnen Stufen, die gerade gezeigt worden sind, kann das Ganze tatsächlich optimiert werden. Das heißt, Unterschiede zwischen intransparenten und transparenten Agentur-Kundenbeziehungen machen wenigstens in den Beobachtungen 30 Prozentpunkte oder mehr aus. So, und das Potenzial 70, es können durchaus noch mehr sein. So, das heißt, die Kosten können mal um 30% reduziert werden. In der Gesamtbetrachtung ist es immer schwer, gerade bei Programmatik so einen Kostenfokus zu haben. Letztendlich geht es ja nur zusammen Kosten und Qualität. Wie kann man jetzt Kosten und Qualität zusammenfassen? Wie kann man es vergleichen? Vergleichen kann man es ja, wie anfänglich gezeigt, Programmatik versus klassischem Geschäft. Mal so eine typische Kette, wir können sagen, es wurde super eingekauft, 5 Euro programmatisch für einen TKP, im Direktgeschäft vielleicht für 98. Wäre es mal ein ziemlich großer Vorteil, der kann das Ganze wieder aufwiegen. Um das Ganze fair
zu beurteilen, müssen Qualitätsaspekte rein und zum Beispiel auch Kosten für die Value Chain dazugenommen werden. Sie sehen also, ein TKP von 5 Euro muss erhöht werden erstmal, um die ganzen Kosten, die dazwischen stehen. Der Fairness halber muss man natürlich auch das klassische Honorar mit reinnehmen. Das heißt, die TKPs, die Kosten, gleichen sich schon mal an, so in diesem Schritt. Nächster Qualitätsschritt ist dann die Frage, worum geht es, wie wird Qualität gemessen? Kommt aus der Perspektive für Brand Awareness, ganz allgemeine, einfache Qualitäts-KPIs zu nehmen, wie Sichtbarkeit, Zielgruppenerreichung, das Ganze am besten in brandsafen Umfeldern gegenübergestellt. Kann tatsächlich am Ende auch Programmatik einen Vorteil bringen, vergleichsweise zum direkten Geschäft. In diesem Szenario würde Programmatik tatsächlich nichts, in dieser Sprache nichts kosten, sondern etwas bringen. Aber dazu bedarf es natürlich einer Transparenz der gesamten Wertschöpfungskette, einer Transparenz der Ergebnisse, ein klares KPI-Setting, und es muss klar sein, worauf die Kampagne optimiert wird. Und mit so einem sichtbaren Zielgruppen-TKP kann man vielleicht einen guten Vergleich herstellen. Das heißt am Ende, Kosten und Transparenz, natürlich gehören Kosten und Transparenz unmittelbar zusammen, wenn Transparenz hergestellt ist, im allerersten Schritt, nämlich im Vertrag, führt es erstmal zu einer Steigerung des sogenannten Working Budgets, die 40%, 70%, 80%, die am Ende beim Publisher ankommen. Es führt überhaupt erstmal zum Wissen, welche Leistungen die einzelnen Schritte beitragen zu einer Kampagne. Im geschlossenen Modell ist das erstmal gar nicht sichtbar. Wenn ich das Ganze als Werbungtreibende weiß, was überhaupt tatsächlich der Beitrag ist, kann ich auch erst Learnings generieren. Transparenz ist ja auch kein Selbstzweck, sondern vor allen Dingen auch dazu da, Learnings zu generieren. Wenn dieser Weg gegangen wird, kann es am Ende dazu führen, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige dabei, dass die Werbungtreibenden, die ihr Geld ausgeben, eine bewusste Entscheidung für Programmatik treffen. Keine Entscheidung, weil die anderen das auch machen, weil 20% vorgegeben sind oder andere irrationale Entscheidungsgrundlagen, sondern eine bewusste Entscheidung, dass Programmatik einen Vorteil erwirtschaften kann, klar definiert. Wenn das passiert ist, Vertrauen, Transparenz, führt es eben zu Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist auch ein Thema, was es im Programmatischen gibt, oder eben halt wenig Vertrauen oder geringes Vertrauen in die Systeme, weil es intransparent ist, wird aber dadurch das Vertrauen hergestellt. Bin ich auch davon überzeugt, dass das erst zu einem nachhaltigen Wachstum der Branche, der programmatischen Branche, führen kann. Das im Schnelldurchgang. Dankeschön, Olli Mecken.